Hallo. Ganz genau, hallo. Guten Tag, na, ihr ist? Alles gut. Ich habe euch ja voll angekündigt als, yeah, das sind die Typen aus dem Westen, aber ihr wohnt ja auch in Berlin. Jetzt in Berlin, ey. Was eine Überraschung. Eine Band, die nach Berlin zieht, ey. Ist ja voll neu, wa? Ihr kreiert gerade einen Trend. Ja, auf jeden Fall was Neues. Wir haben uns gedacht, wir machen was keine Band vorher je gemacht hat. Vor 2 Jahren seid ihr hergekommen, vorher habt ihr aber dann doch irgendwie Westdeutschland, oder? 5 Jahre Österreich. Österreich! Ganz genau. Und davor in Düsseldorf, aber da hat es mir nicht so gut gefallen. Sonst aus Düsseldorf, der schönsten Stadt der Welt. Oh, naja. Ich habe gerade gesagt, das ist nicht so schön. Ihr seid ja mit einem Promostress jetzt gerade für euer Album. Es kommt am Freitag raus. Ja, genau. Seid ihr da genervt? Was fragt jeder, der Journalist, der im Interview von euch? Was will der wissen? Eigentlich sind wir gar nicht genervt. Wir geben auch die Antworten ganz, ganz gerne, weil es hat einen Spaß gemacht, das Album zu produzieren und jetzt soll es unter die Leute kommen. Ihr seid ja alte Hasen, ne? Ihr macht richtig lange Musik schon so? 6, 5, 6? Sind auf jeden Fall ein paar Jährchen jetzt, die wir unterwegs sind. Das ist das vierte Studioalbum und so. Und ja, ich glaube, wenn die Leute fragen dann immer so, wie seid ihr zum Reggae gekommen? Das ist dann immer so ein bisschen, wo man sich denkt, so, ja, mein Gott, wie kommt man zum Hip-Hop, wie kommt man zum Reggae? Man hört die Musik und findet es gut und dann macht man irgendwann selber. Irgendwie so, ne? Auf jeden Fall. Nee, aber wir sind schon ein bisschen unterwegs und so. Und jetzt auch mit dem vierten Album haben wir uns allerdings echt selber so einen Wunsch erfüllt, mit Produzenten zusammenzuarbeiten und im Studio mit irgendwie richtig guten Soundleuten und so. Das hat echt Spaß gemacht. Ihr seid ja bei Rootdown unter Vertrag. Wollt ihr jetzt mit dem Album groß in die Charts? Habt ihr da dicke Ambitionen? Wohin soll die Reise gehen? Oder denkt ihr auch, wir können eigentlich auch so weitermachen wie bisher? Ist alles easy und cool. Ich glaube, das liegt auch gar nicht so in der Macht des Musikers. Man macht die Musik, die einem Spaß macht. Ich habe die Musik gemacht, hinter der ich hundertprozentig stehen kann. Und was damit passiert, liegt nicht in meiner Macht. Ich glaube, wenn man so zu Hause sitzt, so als Musiker oder so, da denkst du dir dann schon, okay, was gibt's da draußen oder so, aber am Ende ist es so, was mit der Musik passiert, gute Musik geht ihren Weg und das wird unsere auch. Wer hat denn das Ding produziert? Du hast gerade schon gemeint, dass ihr da irgendwie tolle Produzenten am Start hattet. Wir haben selber wieder produziert und auch Bandmitglieder von uns irgendwie wieder live einspielen lassen. Das heißt, ihr tretet immer mit Liveband auch? Ich war leider noch nie auf einer M&N-Show. Oh, 29.04. Festsaal Kreuzberg. Fällt mir gerade spontan ein. Will ich mir gleich mal eintragen hier, du. Ja, wir haben unsere 4 Musiker dabei und wir fahren mit großer Familie rum. Das ist ja auch cool, oder? Ja, definitiv. Wenn man alles zusammen teilen kann. Und mit denen wart ihr im Studio oder habt ihr euch auch noch irgendwelche namhaften jamaikanischen Superheroes dazugeholt oder wie lief das so ab? Wir waren auf Jamaika, wir haben uns mit Leuten getroffen, wir haben uns ein paar Beats aus Jamaika geholt und haben mit Produzenten hier vor Ort zusammengearbeitet. 3 Songs haben wir selber produziert. Es ist so entstanden irgendwie. Ihr habt ja auch wahnsinnig tolle Feature-Gäste drauf. 3 an der Zahl. Es ist auf jeden Fall auch irgendwie schön geworden. Also so, wie kam es? Also Cecile ist mit dabei, Gentleman und Rebellion. Wie kam es zum Beispiel zu dem Feature mit Cecile? Das finde ich ja schon crazy. Wir kennen uns schon lange. Also wir haben auch am ersten Album schon eine Combination zusammen gemacht, vor 6 Jahren. Und im Dancehall heißt das Combination? Ja, genau. Ach so, bei uns heißt es Feature. Okay. Feature. Wir haben am ersten Album schon Feature gemacht. Und als wir jetzt wieder in Jamaika waren, hat sie uns auf ihre Geburtstagsparty eingeladen und ganz spontan haben wir dann gesagt, so, hey, lass noch mal ein Lied machen. Hammer. Und es geht auch darum, dass man sich immer 2-mal trifft in einem Song. Und ja, aber ich habe jetzt trotzdem den Song mit Rebellion rausgesucht, den hören wir jetzt hier im Soundgarten auf Fritz und danach ist dann das Info dran mit Kaitan Dürlich und dann habt ihr noch eine kleine Live-Show heute hier geplant. Also wie gestern. Genau. Oder morgen. Oder hoffentlich morgen. Oh, 20 Grad. Ich flipp aus, ey. Mono Nikita Mann. Auf Platte und auch live heute hier im Studio im Soundgarten auf Fritz. Wenn sich der Nebel jetzt verzieht, war das gerade mit dem Gentleman. Wie kam es zu der wie hast du gerade vorhin gesagt? Combination. Naja, Gentleman als Kölner und ich als Düsseldorfer, uns verbindet schon lange eine Freundschaft. Nein, aber wir kennen uns von den Reggae-Festivals natürlich schon länger und wir haben uns dann letzten Sommer auf den Festivals getroffen und da war dann klar so, ey, jetzt lass mal das Lied langsam machen. Zeit, ne? Ja, wie schreibt ihr eigentlich eure Tracks? Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist da der Beat zuerst? Oder eine Idee? Oder sitzt ihr zusammen? Oder weil eure Texte passen immer gut miteinander, es ist alles abgestimmt, schreibt die nur einer? Wie macht ihr das? Nein, es ist uns sehr wichtig, dass das nicht wie ein Feature wirkt. Es ist einfach halt immer so eine, wie heißt das? Also es soll sehr homogen klingen, das ist uns schon auch wichtig.
Wir treffen uns ganz oft und tauschen aus und wenn wir merken, jetzt geht's in eine falsche Richtung, das soll eigentlich nicht sein, dann wird halt auch korrigiert. Und dann ist auch nicht schlimmer, irgendwie was wegzuschmeißen, weil das ist ja eigentlich immer hart. Du, wir sind auf jeden Fall harte Kritiker uns gegenseitig, also uns gegenüber, und es ist schon so, dass wir uns erstmal, die Idee ist da und dann gehen wir auseinander, jeder schreibt seinen Part, wir bringen es zusammen und dann muss aber wirklich, also das haben wir dann über die Jahre gelernt, dass man dem anderen auch wirklich sagen kann, ey, das finde ich halt nicht gut, das geht nicht oder so. Oder passt jetzt nicht rein und das muss nochmal und das passt jetzt nicht auf die Musik oder so, und das ist, also der Text ist für uns das Wichtige. Irgendwie. Ja. Und du hast ja sehr viel Melodien, logischerweise. Das heißt, du machst sie auch immer auf die Musik. Oder hast du auch manchmal so eine Melodie im Kopf und sagst dann zu irgendeinem Produzenten, jo, mach mal bitte so und so? Wenn ich eine Melodie im Kopf habe, dann produziere ich mir das selber dazu. Ah, was für ein Programm macht ihr? Wir haben auch gerade schon ein bisschen gequatscht. Ihr habt auch zu Hause Studio stehen und seid quasi autark und selbstständig. Genau. Produzieren tun wir auf Ableton. Weil ich das so simpel finde und so einfach. Das ist sehr intuitiv auf jeden Fall. Und dann geht ihr halt mit dem Entwurf dann zu irgendwelchen krassen Produzenten oder macht das dann selber in einem anderen Studio nochmal? Nee, also die selbstproduzierten Sachen haben wir tatsächlich zu Hause irgendwie ausproduziert und gemischt haben wir das ganze Album, also die Vocal Mixes und unsere Beats haben wir bei Olsen in Voltini halt irgendwie gemischt, in Berlin dann auch im Studio und so. Das hat auch extrem Spaß gemacht, weil er eine gute Soundvision hat. So. Ihr seid ja auch ganz viel live unterwegs mit Band, wie ich vorhin gerade erfahren habe. Was war das krasseste Konzert in letzter Zeit, so das heftigste Erlebnis, wo ihr dachtet, das kann ja überhaupt nicht wahr sein, was wir hier gerade erleben? Ja, es ist, glaube ich, eh so im Süden von Deutschland, da gibt es halt ein paar Festivals, Chiemsee zum Beispiel, und da sind halt schon hammer viele Leute, da waren halt 30.000 und wir haben so die Headliner-Zeit gekriegt, was man als Independent-Act eigentlich überhaupt nicht erwartet. Und wie ist es so, vor 30.000 Leuten live aufzutreten? Das war schon ziemlich heftig auf jeden Fall. Da macht man sich doch die Biniose, oder? Ja, lustigerweise waren dann noch irgendwie so, stand Anne und Breiti von den Toten Hosen, standen noch mit auf der Bühne, haben sich das angeguckt. Aber irgendwie ist das dann auch, legt sich so ein Schalter um und man macht das halt einfach. Das kennst du wahrscheinlich. Irgendwie schaut das dann aus wie ein Wald und dann singt man da vor den Bäumen. Und ja, man geilt sich irgendwie an der Person auf, die am meisten lacht. Also finde ich so. Eine der besten Lines von der Platte, oder die mir jetzt gerade so im Kopf rumschwirrt, ist ja, wie ich finde, irgendwie muss nicht ans Handy, wenn ich nicht mag, weil ich ein Recht auf Faulheit habe. Als ich das gehört habe, dachte ich so, ja Mann, sie hat so recht. Ich habe ein Recht auf Faulheit, ein Recht auf Chillen, ein Recht auf nicht erreichbar sein. Mhm. Von dem Track, die Zeit steht still, und ich würde jetzt dann einfach mal spontan den Beat anmachen, weil ihr den doch live performen wolltet, solltet, dürft, müsst. Genau. Ja, alles klar. Okay. Mono Nikitamann live bei Piranha im Soundgarden. Radio Fritz, Album unter Freunden. Simon! Ich muss nicht ans Handy, wenn ich nicht mag, weil ich ein Recht auf Faulheit hab. Und bitte quäl mich nicht am Vormittag, weil ich Vormittag ganz sicher noch schlag. Meine E-Mails stapeln sich, ich hab Teil, das Alter nicht, oder? Der ganze Stress, die Hektik ist vielleicht für andere gut, aber nichts für mich. Die Zeit steht still, es gibt keine Eile der Modus auf Standby, Slow Motion Style, ich chill, alles easy, keiner nervt. Zustand ist erreicht, drück auf Pause, meine Zeit steht still, es gibt keine Eile der Modus auf Standby, Slow Motion Style, ich chill, alles easy, keiner nervt. Zustand ist erreicht, drück auf Pause, meine Zeit steht still. Meine Uhr ist nicht immer ganz genau, ist sie delayed, dann bin ich das leider auch. Die Zeit rennt weg und ich nehm die Verfolgung auf, aber sie ist schnell und mir einen Schritt voraus. Ich komm zu spät, ich hab's eilig und steh im Stau. Tourette-Syndrom, lass mal fahren, du alte Sau. Hinter mir wird gedrängelt, einer fällt mir drauf. Ich lass mich nicht stressen und dreh den Sound auf. Der Typ hinter mir drückt immer noch auf die Scheißsuppe. Ich mach noch lauter und alles ist wie in Zeitlupe. Wie eine Zeitschleife, als wird sich die Zeit lupen. Als wird sich die Zeit lupen, als wird die Zeit steht still. Es gibt keine Eile der Modus auf Standby. Slow Motion, Zeit, ich chill. Alles easy, keiner nervt. Zustand ist erreicht, drück auf Pause, meine Zeit steht still. Es gibt keine Eile der Modus auf Standby. Slow Motion, Zeit, ich chill. Alles easy, keiner nervt. Zustand ist erreicht, drück auf Pause, meine Zeit steht. Volle Leistung, immer höher auf. Es muss weitergehen, Arbeit hört nie auf. Ich seh die Wracks, ich seh die Bäume auf sich. Mach nicht mit, ich will dir raus, hab alle Zeit der Welt und nimm mir, was ich brauch. Nimm mir die Pausen, weil ich sie mir lock. Komm nicht
zu kurz und ich bin auch nicht zu faul. Ich will mein Leben und mache Blow. Die Welt braucht Urlaub, ich gönn dir diese Pause. Schalt auf ab und bin nicht mehr im Betrieb. Akkus laden und erfahren alles aussehen. Freizeit braucht kein Design, steht still. Es gibt keine Eile der Modus aus dem Weich. Slow Motion, sei dich chill. Alles easy, keiner nervt. Zustand ist erreicht, drück auf Pause, meine Zeit steht still. Es gibt keine Eile der Modus aus dem Weich. Slow Motion, sei dich chill. Alles easy, keiner nervt. Zustand ist erreicht, drück auf Pause, meine Zeit steht still. Und ich weiß nicht, warum ich mich immer stressen muss. Für ein Magengeschwür oder für einen Hexenschuss. Slow Motion, ab jetzt ist mit dem Hexenschluss. Der Stress ist weg, genauso wie der letzte Bus. Ei, Mono. Live im Radio. Scheißegal, ich hab alles, was ich will. Oh, meine Zeit steht still. Scheißegal, ich hab alles, was ich will. Oh, meine Zeit steht still. Die Zeit steht still. Ja, yeah, Mann, gönnt der Erde eine Pause. Schaltet ab. Alles, nicht nur Fukushima. Die Zeit steht still. Es gibt keine Eile der Modus auf den Weich. Slow Motion, sei nicht chill. Alles easy, keiner nervt. Zustand ist erreicht, drück auf Pause, meine Zeit steht still. Es gibt keine Eile der Modus auf den Weich. Slow Motion, sei nicht chill. Alles easy, keiner nervt. Zustand ist erreicht, drücke Pause, meine Zeit steht still. Es gibt keine Eile, Monika Hintermann. Nur das auf dem Ball, so morgen sei ich chill. Übermorgen. Meine Zeit steht. Muss nicht ganz ein Leben nicht nehmen, weil ich ein Recht auf Vorleiter. Bitte quäl mich nicht am Vormittag, weil ich am Vormittag ganz sicher mitschlafe. Monika Hintermann, live! Bei Fritz im Soundgarden. Ach, war das schön. Wo kann ich das denn mal jetzt so in echt sehen? Am 29.04. im Festsaal Kreuzberg. Sonst noch irgendwelche Dates, die man unbedingt wissen muss? Es gibt eine Million Dates noch. Ich habe die alle nicht im Kopf, aber www.mono-nikitamann.de. Da sind alle Dates. Wir spielen auf jeden Fall. Wir spielen in Rostock, in München, in Berlin. Ihr seid dick auf der Tour, ne? Ja. In Deutschland. Ihr seid richtig viel unterwegs. Ihr habt auch ein Video gedreht. Ist ja zu dem Track auch, ne? In genau. Bangkok, ihr Reisenden. Ja, wie kam es dazu? Wir waren auf Urlaub. Wir waren auf Urlaub. Ja, toll. Und dann Videodreh, oder was? Dann haben wir noch eine Woche drangehangen nach dem Urlaub und haben dann noch das Video gedreht. Und da kam extra jemand eingeflogen oder war der schon vor Ort, der Regisseur? Der kam, der hat mit mir studiert und dann schätze ich sehr und dann der hat das Video dann gemacht. All das gibt's auf eurer Webseite. Ich bedanke mich für euer nettes Dasein und den Besuch hier im Sender. Ihr habt auch noch was mitgebracht, ne? Genau, wir haben dreimal das Album unter Freunden mitgebracht und das würden wir jetzt gerne verlosen und ihr müsst einfach anrufen. Die 0331 70 97 110. 0331 70 97 110. Wer schnell ist, kann jetzt das Album kriegen von Mono und Nikitamann und ich wünsche euch ganz wahnsinnig viel Erfolg. Rockt die Charts mit dem Album. Es wäre euch gegönnt auf jeden Fall. Diesen Freitag kommt es raus, wahrscheinlich überall zu haben, Saturn, Mediamarkt, Amazon, Dings, da musst du das nicht sehen. Vielleicht noch letzte Worte. Ich würde gerne noch Kontrast spielen von euch. Ihr könnt es anmoderieren, wenn ihr möchtet. Ja, wir beide sind eigentlich so kontrastreich wie keine andere Band. Ich glaube, das Lied steht für uns. Auf jeden Fall. Wir widmen das Lied natürlich den Produzenten. Irgendwie, das ist die Gentleman Band. Big Finger, ja Mann, das ist für dich Kontrast. Buh.